Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Review. Heute geht es vorerst um das letzte German Flavors Liquid, was ich habe. Das ist Popcorn. Ja, wonach riecht das? Hab's leider schon im Tank, weil die EPs waren so schnell leer. Also wenn man dran riecht, riecht es tatsächlich so, als würde man gerade eine frische Popcorn-Tüte aufmachen. Also nicht so ein aus dem Kino oder sowas, sondern tatsächlich hier diese fertig abgepackten für 69 Cent oder was auch immer in den Plastiktüten. Ja, auf jeden Fall sehr lecker. So, eben schnell wieder alles zusammenschrauben. Und dann kommen wir auch direkt zum Geschmack. Vom Geschmacklichen her kommt der karamellisierte Zucker rüber. Den schmeckt man auf jeden Fall. Auch tatsächlich so einen leichten Hauch vom Popcorn. Am Anfang, also wo ich das erste Mal heute den reingepackt habe, hat der wunderbar geschmeckt. Inzwischen ist das Ganze sehr, sehr mild geworden. Man schmeckt es nur noch leicht, man kann es ja ahnen. Ich habe schon auf diversen Stufen hier probiert, um zu gucken, ob man da mehr rauskitzeln kann. Aber nichtsdestotrotz, Geschmack bleibt mild. Also einen karamellisierten Zucker. Der ist sehr gut getroffen. Popcorn, der Geschmack, also von ungesalzenen, ungezuckerten oder was auch immer, diesen leichten Hauch von Geschmack, den man hat, wenn man Popcorn isst, der ist auch vorhanden. Aber wie gesagt, für mich ein bisschen zu mild. Könnte ein bisschen mehr Flavor rein. Aber ich denke mal, wenn man ihn selbst anmischt mit Aroma, könnte der auch ein bisschen kräftiger werden. Ja, solltet ihr den schon mal gedampft haben, schreibt es mir einfach einen Kommentar. Sagt mir, wie ihr den findet. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen. Und ihr schaut doch beim nächsten Mal wieder rein. Ciao, ciao.